Moin und herzlich willkommen zur 462. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Donnerstag, dem 7. Februar 2013 und ein Blick auf die Edelmetalle Silber minus 1,25%, Gold minus 0,4%, in Euro plus 0,5% bei Gold und minus 0,4% in Euro. Der US-Dollar-Index geht nach oben plus 0,55% und die Minenwerte ebenfalls ein leichtes Plus von 0,14%. Morgen ist der erste Tag unseres Seminars, dafür möchte ich gerne fit und ausgeschlafen sein und deswegen bitte ich um Verständnis, wir machen heute eine kurze Kombi-Ausgabe aus Forexes und den Rohstoffen. Beginnen wir ganz kurz mit den Forexes, Euro-Dollar. Habe ich Ihnen gestern gesagt über den Stundenchart, dass ich es nicht beweisen kann, weil wir gerade hier unten waren, aber es würde mich nicht wundern, es sieht so aus, als würde der Markt eine bärische Wimpelformation bilden, Stange und ein gleichschenkliges Dreieck. Damals war es nicht so weit, da konnte man noch nichts einzeichnen. Ich habe Ihnen gesagt, wenn ich denn heute Zeit gehabt hätte, dann würde ich mir das anschauen und auf der Short-Seite etwas traden wollen. Diese Dreiecksformation bildet sich aus nach dieser Stange und die wird dann regelkonform auf der bärischen Seite ausgelöst. Wir sind hier aktuell im Bereich der 1,3378. Wenn man sich das Ganze über den Tag anschaut, war es auch nicht überraschend, denn wir hatten hier eine sehr hässliche Kerze gebildet, haben zwar immer wieder Unterstützung an dieser Trendlinie gefunden, aber mit dieser Verkaufsformation in der Stochastik und dem fallenden Momentum war es deutlich wahrscheinlicher, dass wir ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief generieren werden. Und mit dem, was man über den Stundenchart sehen konnte, kommt hier diese extrem bärische Bewegung in den Markt. Wir haben nach wie vor eine Verkaufsformation in der Stochastik, fallendes Momentum unterhalb der 20-Tage-Linie. Wir sind jetzt gerade im Bereich einer horizontalen Unterstützungsmarke, nämlich hier unsere alte Trading Range. Wenn die hier nicht halten sollte, dann geht es an die 1,3285, alte Unterstützung, ehemaliger Widerstand und ansonsten aufsteigende Trendlinie 1,3255, große Unterstützung. Hier haben wir aber erstmal eine horizontale Unterstützungsmarke. Es ist eher wahrscheinlich, dass wir über die kleinere Zeit noch einmal einen Bounce machen werden, aber diese Trendlinie mit dem, was man hier sieht, ist bis zum Beweis des Gegenteils zunächst einmal gefährdet. Wenn man sich euro-britischen Pfund über den 4-Stunden-Chart anschaut, wir hatten ja eine unglaubliche bullische Bewegung, die man hier sehr schön auf der bullischen Seite traden konnte. Gestern haben wir miteinander besprochen, das hier könnte ein Doppeltop sein, zumal wir hier eine sehr hässliche Bewegung gemacht haben und entweder zieht man seinen Stop unter die letzte Tageskerze jetzt nach und sorgt dafür, dass man nicht mehr Gewinne abgibt. Ansonsten muss man unterhalb der 85,60 seinen Stop-Lock platziert haben, denn hier könnte es dazu kommen, dass der Markt hier weiter nach unten geht. Ich hatte Ihnen aber auch gestern gesagt, britischer Pfund sieht extrem schwach aus. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man auch über die 87er Zone drüber geht. Und deswegen gilt es jetzt hier nicht, seinen Stop-Loss, seine Position wegzuwerfen, sondern einfach den Stop-Loss anzupassen. Hier ist der Swing zunächst einmal vorbei. Wir müssen abwarten, dass sich erstmal eine neue Gelegenheit bietet. Über den Wochenchart sieht der Markt immer noch extrem bullisch aus. US-Dollar, japanische Yen macht ja eine ähnlich starke und sehr, sehr bullische Bewegung, kann man hier fast gar nicht über den 4-Stunden-Chart abbilden. Wir haben jetzt hier ebenfalls eine Trading Range zwischen der 93er-Marke und der 93,80er-Marke. Wir haben hier eine bärische Keilformation gehabt, die haben wir bullisch aufgelöst. Der Markt kommt wieder zurück, gestern haben wir darüber gesprochen, wenn das passiert, ist das eher bärisch. Wir versuchen es nochmal, scheitern daran, finden jetzt Unterstützung. Also, Swings auf der Long-Seite schwierig, weil sie hier dann immer noch diese trendbegrenzende Linie haben, wenn dann oberhalb der 94,30. Kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Auf der Short-Seite unterhalb der 92,90, dann wirklich dann wieder über die kleinere Zeitanhalt, über den Stundenchart oder über den 15-Minuten-Chart. Man muss sich klar machen, um nochmal dann ein letztes Wort zu den Forexes gesagt zu haben. Die Forexes haben jetzt einen ganzen Monat extrem viel Dynamik gezeigt, nachdem sie ganz lange seitwärts liefen. Es ist durchaus möglich, dass jetzt eine Konsolidierung in den Markt kommt und jetzt gilt es dann auch wieder zurückzutreten, abzuwarten und saubere Setups zu finden, bevor man dann wieder anfängt, wirklich Swings zu traden. Wenn man sich den Goldpreis anschaut, Sie mögen mit mir schimpfen, aber ich habe Ihnen in den letzten Tagen immer wieder gesagt, ich sehe hier kein Setup für ein Swing. Und nach wie vor ist es auch so. Wir machen heute ein höheres Hoch, ein tieferes Tief. Wir haben eine Kaufformation in der Stochastik. Das Momentum geht nach unten, aber das Momentum ist hier nicht zu gebrauchen. Wir haben eine Seitwärtsrange. Ich habe Ihnen, wenn Sie vielleicht dabei waren, hier alle Trendlinien weggenommen und gesagt, wir sind hier einfach nur in einer hässlichen Trading Range. Nichts machen. Spätestens unterhalb der 16,50 haben die Bären Kraft, zumindest an die 16,30 und möglicherweise sogar an die 16,15 ranzukommen. Aber das hier, die 16,30, ist eine große Unterstützung. Schauen Sie sich das an, mit viel Volumen und viel Kraft durchgegangen, kurze Berührung und dann gibt es sofort einen Bounce von der 16,30 hoch an die 1700er Marke. Also, hier ist sehr viel Unterstützung, hier ist sehr viel Unterstützung. Wenn Sie hier mit uns gemeinsam eine Position aufgebaut hatten,
für einen Positionstrade hier Teilgewinne realisiert haben, passen Sie Ihr Stop-Loss an. Entweder Trendlinie oder unterhalb der horizontalen Marke 1650. Viel mehr gibt es hier bei Gold nicht zu machen. Silber sah deutlich stärker aus als Gold zuletzt. Wir hatten diese trendbegrenzende Linie, hier Körperkante, Schatten, Körperkante und dann kurz drüber, drunter, drüber, drüber, dann hingen wir hier fest und ich habe Ihnen gestern gesagt, es sieht mehr bullisch aus, als dass es bärisch aussieht, oberhalb der 32, 32, 33, da kann man hier an die 32, 70, 32, 80 rantreten, aber nur über die kleinere Zeiteinheit. Diese Trendlinie wird von den Bären jetzt wieder genommen, deswegen können wir uns von dieser Trendlinie verabschieden und das, was man dann erkennt ist, auch eine Trading Range. Nur die Silberbullen machen das so, dass sie sozusagen eine Einheit nach oben gerutscht sind. Nicht so wie bei Gold, sondern einfach mal einen drüber. Das heißt hier Unterstützung 30,93, 31,06 und hier kommt auch die aufsteigende Trendlinie unseres gleichschenkligen Dreiecks. Bitte beachten Sie, dass unterhalb dieses Dreiecks, unterhalb der 200-Tage-Linie bei 30,65 gibt es Potenzial hier auf der bärischen Seite, zumindest hier an die 30er-Marke ranzutraden. Interessant für einen Swing auf der Short-Seite. Ansonsten müssen wir abwarten, dass wir über die 32,70 gehen. Man muss sich klar machen, immer noch Stange, Flagge. Und wir sind immer noch oberhalb der 61% Retracement-Marke. Und deswegen kann es auch hier Potenzial auf der Long-Seite geben. Es ist extrem wichtig, dass man sich hier nicht festlegt für eine Seite. Sonst sind Sie mental besetzt und wollen nur das eine im Markt sehen. Bleiben Sie offen für das, was der Markt Ihnen bringen kann. Auf jeden Fall, wenn Sie hier Positionen aufgebaut haben, wir haben Teilgewinne realisiert und jetzt gilt es einfach, dem Markt nicht mehr Geld zu schenken, falls er nochmal zurückkommen möchte. Und wenn er nach oben durchgeht, ja wunderbar, da können wir immer noch an dieser Bewegung partizipieren. Platin hatte ja per Tagesschlusskurs hier diese horizontale Marke gebrochen. Da haben wir gesagt, Moment mal, wir haben jetzt über die Woche eine Widerstandsmarke und eine horizontale Marke. Deswegen sollte man ja schon hier im Bereich der 1730 Teilgewinne realisiert haben, wenn man den Bruch der 1700er Marke getradet hat. Und jetzt gilt es auch in meinem Dafürhalten bei Platin, weil Platin noch am Widerstand festhängt über die Woche, auf Break-Even zu gehen und zu sagen, den Rest der Position lasse ich nicht mehr ins Minus laufen, sondern wenn, dann möchte ich Break-Even für die zweite Hälfte ausgestoppt werden. Auch Palladium macht heute eine deutlich stärkere bärische Bewegung. Also zuletzt sah das hier alles noch sehr stark bullisch aus. Jetzt machen wir eine klare Formation mit einem tieferen Hoch und einem tieferen Tief. Wir haben hier die K- und D-Linie immer noch oberhalb der 80er-Marke. Man muss gucken, was morgen mit dieser K-Linie passiert. Ob die Bullen es schaffen werden, diese K-Linie zu halten oder nicht. Das Momentum zeigt nach unten. Wenn der Markt zurückkommt, ich habe Ihnen gesagt, dass dieser Markt übergeordnet Potenzial hat, weil über die Woche Widerstände aus dem Weg geräumt worden sind, weil der Wochenchart extrem bullisch aussieht und das sieht auch nach wie vor so aus. Und in meinem Dafürhalten, wir hatten ja hier die Marke 734 genannt, da gilt es, den Stop-Loss unterhalb der 730 zu platzieren. Sie haben da nicht viel Risiko. Sie haben noch diese deutlich steigende 20-Tage-Linie plus eine Trendlinie plus eine horizontale Marke. Diese Unterstützungszone gilt es auf jeden Fall auszunutzen. Heißt nicht, dass es halten muss. Ich kann einen Chart noch so toll finden und noch so bullisch ihn interpretieren. Wenn der Markt zurückkommt, dann trade ich nicht meine Meinung, sondern ich trade meinen Stop-Loss. Und da muss man einfach gucken, wo setze ich denn meinen logischen Stop-Loss ein? Unterhalb dieser dreifachen Unterstützungszone. Auf jeden Fall ist das eine gute Möglichkeit, den Stop-Loss einzusetzen. Natural Gas. Auf Natural Gas habe ich ja gestern nicht mehr so geschimpft, weil sie es geschafft haben, über diese horizontale Marke drüber zu gehen. Noch vorgestern und gestern habe ich gesagt, okay, Dreieck, wollen wir mal gucken, was der Markt macht. Wir haben per Tagesschlusskurs diese Trendlinie bärisch aufgelöst. Jetzt habe ich noch einen Schatten drüber gesetzt. Schauen Sie, Schatten, Schatten, genau da schließen wir. Unterhalb der horizontalen 3,56 hat dieser Markt nochmal Potenzial, bärisch zu werden. Die Woche sieht nicht gut aus. Wir haben hier zwar noch eine Kaufformation in der Stochastik, aber wenn den Bären das tiefere Tief gelegt, schauen Sie es an, dass die K-Linie kommt nach unten, das Momentum zeigt deutlich nach unten. Wir haben Potenzial hier für einen Swing auf der Short-Seite und deswegen ist es auch so wichtig, wenn Sie eine Formation spielen, die durchgeht und dann aber Ihr Stop-Loss ausgelöst wird, dann hat es in der Regel, in der absoluten Mehrheit der Fälle einen Grund, warum Ihr Stop-Loss ausgelöst worden ist, wenn Sie ihn logisch und nach System platziert haben. In der absoluten Mehrheit der Fälle läuft dann nämlich der Markt gegen Sie. Und deswegen sage ich Ihnen auch fast am Ende eines jeden Videos, der Stop-Loss ist Ihr bester Freund. Bitte benutzen Sie, wann immer Sie traden, einen Stop-Loss. Ich versuche am Wochenende Ihnen ein Update zu den Rohstoffen und zu den Forex zur Verfügung zu stellen. Wir müssen abwarten, wie das jetzt in Berlin laufen wird. Versprechen kann ich es nicht. Ansonsten gibt es auf jeden Fall Montag wieder eine Rohstoff-Tagesausgabe und dann werden wir auch eine Forex-Ausgabe hoffentlich dann sogar am Montag für Sie zur Verfügung stellen können.
besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie bleiben hoffentlich alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrainern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnahashari alias Wolke P.